Für den leichten Personenzugdienst beauftragte die Gruppenverwaltung Bayern der Deutschen Reichsbahn zwischen 1924 und 1926 die Firmen BBC und Maffei mit der Lieferung von insgesamt 29 Elektrolokomotiven. Die Lokomotiven wurden als EP2 bezeichnet und erhielten die Nummern 206 bis 234. Einsatzgebiete der markanten Maschinen waren zunächst Oberbayern und Schwaben. 1927 folgte die Umbenennung der Loks in E32006 bis 034. Charakteristisch für die E32 war der Schrägstangenantrieb in Kombination mit Speichenrädern. Die Höchstgeschwindigkeit lag bei 90 Stundenkilometern. Die Deutsche Bundesbahn übernahm nach dem Zweiten Weltkrieg 24 noch intakte Maschinen und führte sie als E32, ab 1968 als Baureihe 132. Als Ablösung der E-Lok E71 und des Triebwagens ET25 erhielt die Baureihe 132 in Baden ein neues Einsatzgebiet. Die letzten verbliebenen 8 Maschinen wurden am 1. August 1972 ausgemustert. Die mittlerweile umfangreiche Familie der Altbau-Elektrolokomotiven von Pico erhält wieder Zuwachs. Der neueste Klassiker der elektrischen Traktion von Pico besticht durch eine hervorragende Formgebung. Der Schrägstangenantrieb aus Metall ist originalgetreu nachgebildet. Speichenräder bereichern den optischen Auftritt zusätzlich und lassen Erinnerungen an vergangene Zeiten auf der Schiene wach werden. Lackierung und Bedruckung sind bis ins kleinste Detail auf hohem Pico-Niveau. Mit viel Handarbeit und Hingabe sind die zahlreichen Details und Anbauten am Modell umgesetzt worden. Hierzu zählen die freistehenden Handstangen, die Lampen, Bremsschläuche und auch Sandkästen. Die Pufferbohle kann mit beiliegenden Zurüstteilen ausgestattet werden. Vervollständigt wird die Lokomotive durch ein makelloses Dach. Feinste Nietungen tragen hierzu ebenso bei wie vorbildgetreue Dachleitungen, komplettiert durch filigrane Stromabnehmer aus Metall. Besonderheiten des gewählten Vorbildes wie die unterschiedlichen Lampengrößen sind ebenso berücksichtigt worden. Eine Premiere ist der erstmals zum Einsatz kommende Pico Smart Decoder XP5.1, kurz PSD XP5.1, in den Sound- und Wechselstromversionen. Der Sound entspricht dem neuen Gütesiegel Pico Train Sound on Board, wodurch alle Möglichkeiten moderner Soundtechnik ausgereizt werden. Bis zu 8 Soundkanäle können gleichzeitig abgespielt werden, bei maximal 8 Minuten Soundspeicher. Die neue Decoder-Generation bleibt von Anfang an zukunftsorientiert. Die Erfüllung neuester Normen wurde bei der Entwicklung mit bedacht. Dadurch trumpft der Pico Smart Decoder XP5.1 mit breiter Konnektivität auf. Die Anmeldung an der Digitalzentrale erfolgt durch Railcom Plus automatisch. Für den Wechselstrombetrieb kann der Pico Smart Decoder XP5.1 eine MFX-Fähigkeit vorweisen, die beste Funktionalität sichert. Dank vorhandener PLAX 22 Schnittstelle ist eine Digitalisierung der analogen Gleichstromversion jederzeit spielend leicht möglich. Zwei Haftreifen unterstützen den starken Motor mit Schwungmassen beim Vortrieb. Im Digitalbetrieb lassen sich diverse Lichtfunktionen einzeln schalten. LED-Technik sorgt für eine helle, stimmungsvolle Beleuchtung, die zuverlässig und wartungsfrei ist. Die Führerstände und der nachgebildete Maschinenraum können beleuchtet werden. Das Lichtsignal der Lokomotive wechselt von einem weißen Signal, wenn die Lok zieht, in ein rotes Signal, wenn die Lok schiebt. Das dritte weiße Spitzensignal kann einzeln zugeschaltet werden.
Ein Meilenstein ist die filigran einstellbare Lastabhängigkeit der Soundsteuerung. Der Decoder erkennt selbstständig, ob die Lokomotive eine Steigung in der Ebene oder bergab fährt. Der Sound passt sich hieran radsynchron automatisch an. Ohne einen werkseitig verbauten Sensor erfolgt dies durch genaueste Einstellung der Pico-Sound-Spezialisten. Die Triebstangengeräusche wurden hierfür exakt an das Fahrverhalten der Lok angepasst. Modell und Sound verschmelzen zu einem Gesamtkunstwerk. Soundfunktionen können an weitere Soundfunktionen gekoppelt sein und diese gegenseitig auslösen. So kann zum Beispiel an eine Bahnhofsdurchsage ein Schaffnerpfiff gekoppelt werden. Für noch mehr Realismus kann dies auch zufällig erfolgen. Ein Soundfader ermöglicht Lautstärkereduktionen. Hierdurch können zum Beispiel Tunnelfahrten simuliert werden. Darüber hinaus sind Lok- und Soundsteuerung aufeinander abgestimmt. Die Lautstärke des Sounds kann über eine Funktionstaste in 5 Lautstärkestufen eingestellt werden. In Kurven und beim Bremsen ertönen Quietschgeräusche, die geschwindigkeitsabhängig eingestellt werden können. Mit dem Pico Smart Programmer gelingt dies spielend leicht ohne umständliche Eingabe von CV-Werten. Ein Klassiker trifft auf einen technischen Quantensprung. Die Kombination aus erfahrener Modellmannfertigung und modernster Elektronik eröffnet gänzlich neue Möglichkeiten. Durch den neuen Pico Smart Decoder XP5.1 werden Pico-Modelle auf einen Schlag um ein Vielfaches realistischer. Das Pico-Modell bietet die Möglichkeit, die Faszination der frühen elektrischen Traktion nach und weiter zu leben. Angesiedelt in der Epoche 3 bieten sich zahlreiche interessante Zugkombinationen. Pico-Inhaber Dr. René F. Wilfer hat die Fertigung der E32 von Pico höchst selbst dokumentiert. Der auf dem Pico-YouTube-Kanal veröffentlichte Videolog gibt interessante und spannende Einblicke in die Produktion.